1954, Kampf um Indochina. Nach der Niederlage von Dien Bien Phu zieht sich die Kolonialmacht Frankreich aus Südostasien zurück. Rock'n'Roll, ein neuer Rhythmus erobert die Welt. Bill Haley landet einen Riesenhit. Truppen betraut mit Sex Appeal. Tausende begeisterter US-Soldaten umjubeln Marilyn Monroes Auftritt in Südkorea. Aufreizend und unschuldig zugleich. Die Monroe, ein Sexsymbol der besonderen Art. Ein Schauspiel, wie sie es von Kindheit an gewollt hat. While tearing off a game of golf, I may never... Immer und immer wieder habe ich mich an den Nachmittagen in Hollywood in die Fußabdrücke der großen Stars gestellt und meine Hände mit ihren verglichen. Sie träumte davon, eines Tages Schauspielerin zu werden. Sie wollte jemand sein, nicht bloß dieses arme kleine Mädchen. Ein armes, aber hübsches Mädchen, das mit 16 noch den Namen Norma Jean trägt und den Matrosen James Dougherty heiratet. Ich habe Marilyn Monroe nicht gekannt. Ich kannte nur Norma Jean. Das waren zwei ganz verschiedene Personen. Die Wandlung der Norma Jean beginnt mit Posieren. Ein Model wie viele andere. Die Besetzungscouch von Hollywood und ein paar Werbefilme. Ihr Kurzauftritt in einem Film der Marx Brothers ist kaum der Rede wert. Und doch beginnt damit für sie die Wende. Einer der Marx Brothers sagte, wir müssen nicht mehr suchen. Das ist das Mädchen, das wir wollten. Und das war ihr Durchbruch. Sie hatte nur einen Satz zu sagen. Jemand verfolgt mich. Das war alles. Und seine Antwort war, oh, ich kann verstehen, warum. Ein einziges Foto macht sie berühmt. Marilyn als Pin-Up-Girl. Nun ein Sexsymbol für Millionen Männer. Eine Kultfigur entsteht. Die Ehe mit Jim Dougherty passt nicht mehr ganz zum neuen Leben der Norma Jean. Sie wollte die Scheidung. Das war wie ein Schlag vor den Kopf. Du weißt nicht, ob du dich übergeben oder lieber gleich umbringen sollst. Du weißt gar nichts mehr. Es war ein Schock. Karriere statt Privatleben. Marilyn hat sich entschieden. Ein Idol, von dem jetzt alle Männer träumen dürfen. Da stellt sich eine neue Liebe ein. Joe DiMaggio ist der Traummann an ihrer Seite, ein Baseballstar. Eine Ehe ganz nach Amerikas Geschmack. Die Hochzeitsreise führt nach Japan als PR-Tour. Und ohne ihren frischgebackenen Ehemann macht die Monroe einen Abstecher nach Korea zu amerikanischen GIs, die gerade einen blutigen Krieg hinter sich hatten. Es war ein sehr kalter Tag. Wir hatten schon eine ganze Weile gewartet, riefen immer wieder Marilyn, Marilyn. Als sie dann auf die Bühne kam, brach es aus uns heraus. Ein donnerndes Willkommen für die schönste Frau der Welt. Eine öffentliche Frau, ein Idol. Sie war ja eigentlich auf ihrer Hochzeitsreise mit der wahrscheinlich größten Liebe ihres Lebens. Aber der Augenblick, an den sie sich wirklich zurückerinnerte, der für sie das größte Glück bedeutete, das war der Augenblick, als sie sich in einem kurzen Kleid fast zu Tode fror und fremden Männern etwas vorsang. Run, don't lose that day. Diamond.
In unseren Köpfen, natürlich, da war sie unser Mädchen für diese 2 Stunden oder wie lange wir sie hatten. Marilyn und ihr Publikum. Eine Liebe, die stärker ist als alles andere. Der Auftritt wird zum Höhepunkt in ihrem Leben. Ein magischer Moment. Es hat unsere Moral gehoben. Für Wochen. Rückkehr von kuriosen Flitterwochen. Das private Glück hat Schrammen abgekriegt. Der Preis, den die Monroe für die Zuneigung des Publikums zu zahlen hat, ist hoch. Dreharbeiten zum Film Das verflixte 7. Jahr. Marilyn gibt allen Männern das, was ihr Ehemann nicht teilen will. Großartig. Sehr schön. Ziemlich vulgär. DiMaggio wollte eine Frau und kein Sexsymbol. Er reicht die Scheidung ein. Marilyn ist nun allein mit ihrem Publikum. Sie stürzt sich in die Arbeit. Komödien, die der Welt die Leichtigkeit des Seins vorspielen. Dann lernt sie den Schriftsteller Arthur Miller kennen, heiratet zum 3. Mal. Doch Halt findet sie nicht mehr. Ihre Filme sind immer noch erfolgreich. Aber jetzt müssen Szenen bis zu 60 Mal gedreht werden. Zu oft ist die Monroe am Set betrunken. Das unglückliche Idol ist alkohol- und tablettenabhängig, kann kaum noch arbeiten. Und immer wieder Nervenzusammenbrüche. Jetzt sieht die ganze Welt sie leiden. Wenn man in ihre Augen schaut, nur in ihre Augen, dann kann man noch Norma Jean in ihr erkennen, ein sehr trauriges Mädchen. Ein Mädchen, das sich in einer Affäre flüchtet mit dem mächtigsten Mann der Welt. Ein Geburtstagsständchen für Präsident Kennedy ist ihr letzter öffentlicher Auftritt. Hätte Marilyn der nächsten Generation angehört, dann hätte jeder erkannt, dass sie eine Süchtige war. Man hätte ihr geholfen, statt zu sagen, lasst uns mit den Kennedys und Frank Sinatra zum Dinner gehen, lasst uns ein paar Flaschen Champagner leeren. Für ein Mädchen wie sie war das der Tod. Das war wie ein Todesurteil. Freitag, 13. Juli 62. George Barris ist einer der wenigen, mit denen Marilyn noch arbeiten kann. Barris hat den letzten Film des Tages in seiner Kamera. Sie hauchte mir einen Kuss zu und sagte, George, der ist für dich und den Rest der Welt. Ich war beunruhigt. Es war irgendwie beängstigend. Ich fragte mich, was sie mir damit sagen wollte. Es war das letzte Foto in ihrem Leben. 2 Wochen später. Die Haushälterin findet Marilyn tot in ihrem Schlafzimmer. Selbstmord durch Tabletten. Sie konnte es nicht mehr ertragen, nur als Sexsymbol geachtet zu werden und nicht als Mensch. Ihr eigenes Leben war traurig, sehr traurig. Manchmal muss ich weinen, wenn ich daran denke, wie viel Glück sie der Welt geschenkt hat. Und sie hat nichts bekommen. Amerika trägt sein Idol zu Grabe. Nur einer ihrer Ehemänner, Joe DiMaggio, kommt zur Beerdigung. Bis zu seinem eigenen Tod sorgt er für ihr Grab. Und seine Antwort war, oh, ich kann verstehen, warum. Ein einziges Foto macht sie berühmt. Marilyn als Pin-Up-Girl. Nun ein Sexsymbol für Millionen Männer. Eine Kultfigur entsteht. Die Ehe mit Jim Dougherty passt nicht mehr ganz zum neuen Leben der Norma Jean. Sie wollte die Scheidung. Das war wie ein Schlag vor den Kopf. Du weißt nicht, ob du dich übergeben oder lieber gleich umbringen sollst. Du weißt gar nichts mehr. Es war ein Schock. Karriere statt Privatleben. Marilyn hat sich entschieden. Ein Idol, von dem jetzt alle Männer träumen dürfen. Da stellt sich eine neue Liebe ein,
Joe DiMaggio ist der Traummann an ihrer Seite, ein Baseballstar. Eine Ehe ganz nach Amerikas Geschmack. Die Hochzeitsreise führt nach Japan als PR-Tour. Und ohne ihren frischgebackenen Ehemann macht die Monroe einen Abstecher nach Korea zu amerikanischen GIs, die gerade einen blutigen Krieg hinter sich hatten. Es war ein sehr kalter Tag. Wir hatten schon eine ganze Weile gewartet, riefen immer wieder Marilyn, Marilyn. Als sie dann auf die Bühne kam, brach es aus uns heraus. Ein donnerndes Willkommen für die schönste Frau der Welt. Eine öffentliche Frau, ein Idol. Sie war ja eigentlich auf ihrer Hochzeitsreise mit der wahrscheinlich größten Liebe ihres Lebens. Aber der Augenblick, an den sie sich wirklich zurückerinnerte, der für sie das größte Glück bedeutete, das war der Augenblick, als sie sich in einem kurzen Kleid fast zu Tode fror und fremden Männern etwas vorsang. In unseren Köpfen natürlich, da war sie unser Mädchen für diese 2 Stunden oder wie lange wir sie hatten. Marilyn und ihr Publikum. Eine Liebe, die stärker ist als alles andere. Der Auftritt wird zum Höhepunkt in ihrem Leben. Ein magischer Moment. Es hat unsere Moral gehoben. Für Wochen. Rückkehr von kuriosen Flitterwochen. Das private Glück hat Schrammen abgekriegt. Der Preis, den die Monroe für die Zuneigung des Publikums zu zahlen hat. Das waren 2 ganz verschiedene Personen. Die Wandlung der Norma Jean beginnt mit Posieren. Ein Model wie viele andere. Die Besetzungscouch von Hollywood und ein paar Werbefilme. Ihr Kurzauftritt in einem Film der Marx Brothers ist kaum der Rede wert. Und doch beginnt damit für sie die Wende. Einer der Marx Brothers sagte, wir müssen nicht mehr suchen. Das ist das Mädchen, das wir wollten. Und das war ihr Durchbruch. Sie hatte nur einen Satz zu sagen. Jemand verfolgt mich. Das war alles. Und seine Antwort war, oh, ich kann verstehen, warum. Ein einziges Foto macht sie berühmt. Marilyn als Pin-Up-Girl. Nun ein Sexsymbol für Millionen Männer. Eine Kultfigur entsteht. Die Ehe mit Jim Dougherty passt nicht mehr ganz zum neuen Leben der Norma Jean. Sie wollte die Scheidung. Das war wie ein Schlag vor den Kopf. Du weißt nicht, ob du dich übergeben oder lieber gleich umbringen sollst. Du weißt gar nichts mehr. Es war ein Schock. Karriere statt Privatleben. Marilyn hat sich entschieden. Ein Idol, von dem jetzt alle Männer träumen dürfen. Da stellt sich eine neue Liebe ein. Joe DiMaggio ist der Traummann an ihrer Seite, ein Baseballstar. Eine Ehe ganz nach Amerikas Geschmack. Die Hochzeitsreise führt nach Japan als PR-Tour. Und ohne ihren frischgebackenen Ehemann macht die Monroe einen Abstecher nach Korea zu amerikanischen GIs, die gerade einen blutigen Krieg hinter sich hatten. Es war ein sehr kalter Tag. Wir hatten schon eine ganze Weile gewartet, riefen immer wieder Marilyn, Marilyn. Als sie dann auf die Bühne kam, brach es aus uns heraus. Ein donnerndes Willkommen für die schönste Frau der Welt. Eine öffentliche Frau, ein Idol. Sie war ja eigentlich auf ihrer Hochzeitsreise mit der wahrscheinlich größten Liebe ihres Lebens. Aber der Augenblick, an den sie sich wirklich zurückerinnerte, der für sie das größte Glück bedeutete, das war der Augenblick, als sie sich in einem kurzen Kleid fast zu Tode fror und fremden Männern etwas vorsang. And we all knew that
Wirtschaft, wenn sie enden.